Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Ich habe nach stundenlangem, nein, übertreiben wir mal nicht so, aber nach, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch eine halbe Stunde oder so hier rumgebastelt und alles Mögliche ausprobiert, habe ich eine Lösung gefunden, wie man den Ausgang gestalten könnte oder wie der Weg verlaufen könnte. Ich habe es hier rumprobiert, irgendwie so mit so Zickzack, aber dafür ist der zu dick gewesen und dann kam ich hier oben nicht dran und dann irgendwann war dann so der Gedanke, hier einfach lang zu gehen. Und es ist nicht schön. Wir haben diese komische Welle halt hier drin, weil wir hier nicht vernünftig dran andocken können, da das ja hier direkt die Brücke ist. Aber ich wollte halt gerne an dieser Mauer entlang laufen. Und ich habe hier ja schon mal demonstrativ einen Baum hingestellt. Das kann man also irgendwie noch schön dekorieren. Der Baum muss da jetzt nicht final stehen bleiben. Den habe ich nur versetzt, weil der ja auch hier unten rumstand. Ja, und dann hier einfach Treppe hoch, hier drum. Das Einzige, was mich halt noch so ein bisschen daran nervt, ich weiß auch nicht, ob man das noch irgendwie retten kann, ist halt der Dude hier, ne? Der ist halt direkt vor der Tür. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich das ganze Gestell nicht drehen kann. Dass der hier vorne steht. Jetzt ist nur die Sache, wenn ich das jetzt drehe, ne? Mache ich den Weg wieder kaputt? Komm, das probieren wir eben. Weil das ist doch... Das ist doch blöd. Vor allem, ich bin ganz ehrlich, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich war gestern einfach nur froh. Boah, es funktioniert, da ist ein Weg. Der sieht okay aus. Nehme ich, Punkt, speichern, ausmachen. Ja, und jetzt sah ich gerade so, jetzt steht der Dude da natürlich direkt vor. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ein bisschen Angst, dass das Ganze jetzt schief laufen könnte. Das, aha, der Weg bleibt zumindest schon mal. Das ist ganz nett. Setzen wir den hier wieder hin. Ändern jetzt Ein- und Ausgang. So, ich müsste erstmal eben hier hinsetzen, damit wir Platz haben. Eingang mache ich wieder recht mittig. Das kriegen wir easy, glaube ich, connected. Da mache ich mir gerade keine Sorgen drum. Die Sache ist, connectest du jetzt wieder vernünftig? Noch bist du nicht connected, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich habe gerade ein bisschen Sorge. Ach komm schon, Spiel. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Oh, das geht. Oh, das geht. Okay, okay. Es geht. Zack. Okay. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt müssen wir nur die Geschichte hier vorne wieder connecten. Die war so schön connected. Ist jetzt das Problem, dass wir zu nah dran sind? Wartet. Och, das ging. Ich weiß, dass das ging. Ja, perfekt. Ah, da haben wir es doch wieder. Reicht mir. Ist völlig in Ordnung. Und wir haben den Typen halt nicht direkt vor dem Ausgang. Wir haben das Ganze nochmal retten können. Sehr gut. Dann können wir uns nämlich jetzt damit beschäftigen, das Ganze hier hübsch zu machen. Ich überlege echt hier hinten anzufangen, an der Rückwand. Und da wäre so die erste Überlegung, hier zu beginnen mit dieser Mauer. Vielleicht könnten wir hier die Mauer weiter rumziehen. Zumindest so ein Stückchen noch. Haben wir hier die Möglichkeit, das wegzulöschen? Ja. Gerade so etwas die Befürchtung gehabt, dass das Spiel sagt, nee, da unten ist ein Weg. Das machen wir jetzt mal nicht, ne?
Aber wir dürfen. Okay. Bist du möglich, einfach kopiert zu werden? Ja. Schön, wenn Dinge einfach funktionieren. Wir sind ein Stück weit weg von der Wand, also von dem Weg. Aber das hier sollte doch eigentlich klappen. So. Wieso steht das hier eigentlich so? Ah, ich weiß warum. Weil da ja eigentlich hier die Wegplatten... Ja, da müssen wir das noch weglöschen. Das machen wir gleich. Müssen wir dann da überall machen. Und hier können wir generell... Ah, Spiel, danke. Hier unten das alles mal wegmachen. Das brauchen wir nicht. So. Es ist auch die Sache, dass wir theoretisch ja das Design von hier rüber kopieren. Zumindest für diese Wand. Sonst sieht es komisch aus, ne? Da haben wir doch jetzt wieder mehr Arbeit, als ich eigentlich gedacht habe. Aber irgendwie finde ich es auch sehr komisch, wenn dieses Design halt nicht da wäre. Es gehört da jetzt irgendwie optisch noch hin, weil die Wand doch sehr nackelig ist. Das muss ich jetzt bei jedem machen, ne? Oh. Oh, nee. Naja, geht ja schnell. Machen wir mal eben Razzifazzi. Ausrichten, dich weg, euch wieder zurück. Sind ja zum Glück nicht viele Teile hier. Aber das sieht dann halt von der anderen Wand aus besser aus. So, einmal die unteren noch, danke. Dann müssen wir mal gucken, wie wir den Rest gestalten. Hier haben wir ja definitiv irgendwie eine Lücke. Da müssen wir noch was zwischensetzen. Ich weiß aber noch nicht genau, was. Ja, gib mir den unteren, danke. Oh Gott, an die komme ich ja jetzt überhaupt nicht, oder? Das Mögliche so durch die Wand... Habe ich jetzt nur die beiden? Ich glaube, ne? 5 Teile, ja, perfekt. Ah, doch, das sieht besser aus von der Innenseite. So, jetzt machen wir das noch an der hier. Oh, 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 oh. Wir warten kurz. Danke. Wobei ich da tatsächlich echt am Überlegen bin, das macht ja theoretisch gar keinen Sinn, dass man das auf der anderen Seite sieht, ne? Ob wir dann nicht... Wartet. Das Teil eher drehen. Dass man das... Nee. So hat... Hier vielleicht diese Balken noch schön aneinander ausrichten. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das denke. Dann lasse ich es doch so ineinander geschoben. Und mach halt den einen Knödel. Ja, wobei, den brauchen wir dann ja hier. Ne, den müssen wir erst kopieren. Den müssen wir erst einmal kopieren. Habe ich die
nebeneinander gemacht, ne? Ja. Ist nur die Frage, ziehen wir das... Eieiei, ziehen wir das weiter so durch? Oder gehen wir hier halt runter, so wie wir das hier gemacht haben? Ich glaube, das fände ich besser. Könnte ich mir die ja theoretisch rüber kopieren? Aber ich finde das schön, dass das dann so ein Gesamteinheitsbild ist, was diese Wandverkleidung angeht. Ist vielleicht auch etwas untypisch für so eine richtige Stadt. Da wird das nicht alles gleich aussehen. Aber hier vom Konzept her finde ich das eigentlich okay. Ja, jetzt sind die nur andersrum natürlich ausgerichtet. Das wäre auch wieder so viel Umbauarbeit. Wie habe ich das denn gemacht? So eine Schräge rein, das alles schräg gezogen und dann ist gut, ne? Dann machen wir das da hinten auch custom. Rüber kopieren macht keinen Sinn, weil es halt wie gesagt spiegelverkehrt ist und dann müssten wir eh wieder alles rüber kopieren. Die... Hallo? Die Tanne. Danke. Die darf auch einmal eben weichen. Sonst sehe ich nichts. Okay. Umbauen. Yay. Zaubern wir eine wunderschöne neue Rückwand. Ich muss nur die Teile hier wieder finden. Und, ich glaube, ihr wart das. Naja. Und ich hoffe, ihr habt euch die Farben gemerkt. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Hat das wunderbar nicht funktioniert. Ich bin begeistert. Speichern, speichern und speichern. Danke. Ich schon mal weg. Ist die Sache, welche Schräglage nehmen wir die? Würde hier vielleicht passen, ne? Weil es hier ja auch ähnlich steil runter geht. Und dann brauchen wir das als Lücke. Dann dürfen wir die jetzt einmal einfärben. Erst den, dann den und dann den. Perfekt. Gut, jetzt wird's lustig. Habe ich die damals alle gleichzeitig gedreht? Ich glaube, das funktionierte nicht, ne? Vor allem, weil du irgendwie so ein schräges Ding da drin hast, was ich nicht verstehe. Ja, muss ich das einzeln machen. Ja, und Winkelausrichtung geht ja nicht, weil anderer Winkel. Was ich nicht verstehe, warum das kein 15-Grad-Winkel hier ist. Oder 45 Grad, wie auch immer. So. Aber wenn wir jetzt gleich einmal die Schräge haben, dann passt das. So. Das ist zumindest unser Glück, dass das hier alles nicht rastergebundene Teile sind, ne? Dass wir das halt machen können. Na. Und ich finde, es sieht halt auch gut aus. So, der letzte. Ah, passt noch nicht ganz. Nicht so weit runter, nur so ein Stück. Na, wobei, wir haben das doch ganz schön abgedeckt, dieses Grau. Ist mir ja doch so weit runter, ne? Und ich sehe, es ist immer noch schief. Es geht nicht. Schief ist hier nicht. So. Und der hier müsste auch tiefer.
So, dann machen wir. Ich hoffe, das geht in Kombination. Naja, fast. Oh, guck mal, der ist noch ganz schief da unten. Hier sieht man, ja, doch, ein bisschen was sieht man. Aber es sieht hier oben halt so nicht bündig aus. Müsste das eher so. Gut. Jetzt kommt die Geschichte hier. Das muss dann auch einmal alles ein Stück runter. Ich denke mal, so war richtig. Oh, was habe ich denn jetzt da hinten angeklickt? Nee. Oder? Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir die Geschichte nämlich kopieren. Hier lang anpassen. Ich hoffe, dass dieser Schwungradius dann wunderbar an dieser Wand vorbeiläuft und nicht in die Wand rein. Das wäre blöd. Da müssen wir jetzt gleich mal eben gucken. So. Das müssen wir ja auch nochmal umbauen. Nee, ich wollte... Danke. Ich wollte das da umbauen. Was ist das? Das ist dieses Holzding, ne? Wir können hier die Wand unten... Kann die weg? Nee, ne? Die brauchen wir. Aber das ist eigentlich das Einzige, was höher muss. So, perfekt. Ich guck mal eben, wenn das hier jetzt schwingt, ne? Wenn das sich dreht, dürfen wir ja theoretisch nicht über diese Linie hinauskommen. Es müsste also funktionieren. Ja, das wird easy funktionieren, ne? Ja, perfekt. Guck mal. Das reicht auch schon als Test. Danke. Sehr gut. Dann können wir... Mann! Dass diese Fahrgeschäfte immer so eine riesige Hit-Range haben. Und man die nicht vernünftig anklicken kann, hier dann die Teile drumherum. So, hier weiß ich gar nicht, ob wir da... Ziehen wir die Schräge hier weiter durch? Doch, wird Sinn machen, ne? Fände ich optisch auch ganz cool. Du kannst dann definitiv weg. Die unteren Balken auch. Du musst höher. Oh, das geht, glaube ich, hier mehr gar nicht mehr, ne? Das wäre dann ja dumm. Wie haben wir das da hinten gelöst? Moment! Inspektion bei unseren eigenen Bautechniken. Doch, habe ich so durchgezogen. Okay. Wartet, wir fliegen zurück. Oh Gott. Wir speichern. Ich überfordere das Spiel voll, ich warte lieber. So. Das wäre hier auch perfekt das Gleiche, ne? Von der Höhe dann her. Das Einzige, was mich irritiert, ist dieser Nüpsel, der da rausguckt. Den würde ich mal eben so ganz dezent verstecken wollen. So! Ja, oder? Gutachte das Ganze noch.
aber passt sich doch da sehr gut ein. Und wenn wir jetzt diese Tanne hier tatsächlich hier stehen lassen, dass ich die richtigen Löppis nehme, so die dann hier dieses Ende zum Beispiel kaschiert. Wenn wir hier dann noch mit Steinen und Gebüsch etc. arbeiten, finde ich das sehr gut. Es wäre jetzt natürlich noch die Option, dieses Wandstück halt weiter nach oben zu ziehen. Was, glaube ich, optisch Sinn machen würde. Verdammt. Dass es hier halt auch schön hiermit abschließt und vielleicht hier dran andockt dann. Müssten wir hier tatsächlich nochmal umbauen. Ach, ist das belastend. Es würde aber halt Sinn machen, ne? Wenn wir den jetzt sagen, dass wir den hochziehen. Ist jetzt die Überlegung, wie hoch? So. Bodenhöhentechnisch müsste man theoretisch bis hier gehen. Ich meine, das hier wird man kaschiert bekommen. Das ist kein Ding. Und dann von hier halt so. Das ist schon arg hoch, ne? Versuche mir das gerade so optisch vorzustellen. Ob das nicht zu viel ist. Ich meine, ich würde den nächsten hier wahrscheinlich so steil wie möglich machen. Das ist ja hier nur das Drittel-Ding, also das mittlere. Ne, wir haben ja einmal die, einmal flacher und einmal steiler. Ich würde halt die steilere Variante dann hier nehmen. Da bräuchte man da eventuell nur die eine. Und dann hier vielleicht so eine flachere. Und dann wäre man ja wieder auf dem Grund der Tatsachen angekommen. Ich würde das mal so umsetzen. Zumindest versuchen umzusetzen. Müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr umbauen. Aber das ist ja, denke ich mal, kein Problem. Es geht ja ratzifatzi. Ich mach mal so. Ja, jetzt wird natürlich der Spaß, das unten anzupassen, ne? Ihr müsst definitiv runter. Das geht sogar fast. Wir werden es daran anpassen, dass das vernünftig hier wieder dran sitzt, basiert auf den anderen Platten. Wäre so, oder? Mal gucken. Das sieht sehr smooth aus. Würde ich das so machen? Okay. Das ist ja nur ein minimaler Höhenunterschied jetzt da oben. Der ist okay. Das muss runter. Höher. Das kriegen wir doch hier easy. Easy gemacht. Du wirst einfach dupliziert. Das da oben kann alles so bleiben. Das Einzige, was jetzt noch passieren muss, müssen wir bitte hier diesen. Die beiden, die müssen wir nämlich auch verlängern und dann haben wir das doch schon. So, was jetzt natürlich noch schöner aussehen würde, ich glaube, du gehörst gar nicht zu dem Gebäude, ne? Das Gemüse und dementsprechend auch anzupassen. Okay. Perfekt. Haben wir schon Teil Nummer 1. Kümmern wir uns um Teil Nummer 2. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wartet. Ich wollte das eigentlich direkt bearbeiten. Ich glaube, das ist
Ist das einfacher? Wenn wir das jetzt bearbeiten, dass das hier unten halt gleich bleibt und wir halt die dementsprechenden Teile nach oben ziehen. Beziehungsweise erstmal anbauen und dann gucken. Ich habe gesagt, das Steine, das wäre das. Ja, merkt ihr halt die Farben. Okay, das ist vielleicht doch etwas extrem steil, ne? Das geht ja hardcore direkt runter. Könnten wir dann doch eher diese Variante machen? Aber damit wären wir smoother unterwegs. Das ist die Sache, auf welcher Höhe wir das anbringen müssten. So. Nee, so, ne? Schnell einfärben. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und jetzt, weil wir müssen die Schräge und so ja jetzt eh anpassen. Deswegen war das schon ganz sinnvoll zu sagen, wir ziehen das jetzt nach oben. Mit die Holzstange. Gebt mir. Hab ich? 6? Müsste passen. X einmal nach oben. Weiß nicht, so. Man, dann darf ich die wieder runterschieben. Das war sehr schlau, was ich hier tue. Hey, ich bin mal wieder profimäßig unterwegs. So. Jetzt kommt nämlich die Geschichte hier. Ihr dürft auch erstmal nach oben kommen, bevor ich euch dann drehe. Und zwar einzeln. Das ist nicht der richtige Winkel. Diese Winkelsuche, ne? Nicht. Echt so ein Millimeter, der aber viel ausmachen kann, ne? Das würde, glaube ich, passen. So von, wenn ich mir das so angucke. Dann kommt der. Es ist viel Anpassung heute, ne? Aber das wird am Ende echt gut aussehen. Da bin ich von überzeugt. Weiß nicht, können wir euch vielleicht mal ausnahmsweise zusammendrehen? Oh, ich glaube, das geht. Oh, das ist schön. Ich glaube, das Problemkind hier ist dieser Balken, der das Ganze problematisch macht mit dem Drehen. Es passt. Was aber nicht passt, ist die Geschichte hier. Die müssen wir doch höher ziehen. Und zwar bis da. Euch auch. Vielleicht hätte ich doch erst die Schräge machen sollen. Achso, den habe ich noch nicht. Und dann hier gucken. Weil du müsstest auch so abschließen. Genau. Wunderbar. Ach, jetzt haben wir die Platte da. Die kann ja eigentlich weg. Und die Lücke schließen. Och, was ist denn mit dir? Und wir speichern schon wieder. Wir sind ja auch schon eine halbe Stunde wieder drin, meine Güte. Die Zeit immer so fliegt. So hui und weg ist sie. Gut, aber ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Jetzt müssen wir das bei dem hier nur noch auch machen.
Das machen wir eben ratzfatz. Ich ziehe diese ganze Geschichte einmal nach oben. Hui. Damit wir sehen, was wir hier tun. Diese Platte, die kann wieder weg. Wir nehmen uns die Schräge unserer Wahl. Das wäre die hier. So, lass das bitte jetzt hier irgendwie. Oh, das passt, glaube ich, sehr gut, ne? Ja, überlegen. Die Höhe, die Höhe. Ich glaube, die müsste trotzdem funktionieren. So, jetzt müssen wir mal eben schnell wieder anpassen, was die Schräglage angeht. Und dann sind wir durch damit. Oh ja, guck mal, das, pa oh, das passt. Das Einzige, was gerade nicht passt, ach so, aber das liegt daran, dass der Balken nicht hoch genug ist. Dass das auch hier perfekt mit übergeht, ne? Oh, sehr schön. So, dann möchte ich dich mal eben erst kopieren. Damit wir sehen, was wir hier tun. Ah, ich sehe schon. Ich glaube, wir müssen. Oder geht das trotzdem klar? Mit der Schräge? Da oben so ein bisschen durch, aber ich glaube, das können wir verkraften, ne? Das jetzt da draufsetzen. Ansonsten muss ich das halt gleich ein Stück runtersetzen. Das ist ja auch kein Problem. Das ist ja kein Akt. So. Zack, zack. Wuppsdiwupps, und dann haben wir es doch eigentlich schon. Achso, da fehlt noch. Ich war gerade irritiert, warum das hier wieder nicht passt, aber das müssen wir noch runterziehen, dann passt das auch. Zwar so. Ach, den haben. Ne, den können wir ja auch noch einen Ticken runtersetzen. Ist das hier so wunderbar abschließt. Ja, die hier brauchen wir dann ja auch nicht. Danke und danke. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal aus der Ferne an. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist voll okay, wenn wir jetzt hier das Terrain halt dementsprechend anpassen. Dann passt das schon. Dann sieht das auch so aus, als würde das hier alles gestützt werden, genauso wie das. Das ist super, das ist perfekt. Sehr gut, nehmen wir so, ist gekauft. Alles klar, dann werden wir uns in der nächsten Folge damit beschäftigen, hier drumherum alles soweit weiter fertig zu machen. Die ersten Schritte sind auf jeden Fall getan und passen perfekt ins restliche Gesamtbild dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, das wird der coolste Bereich, habe ich so ein Gefühl. Ich mag den sehr. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!